Es gibt eine Seite, die nennt sich Eltern im Netz. Zuallererst muss ich aber eine Sache loswerden. Und zwar bin ich mir zu, sagen wir, 98% sicher, dass es sich dabei nur um einen Fake handeln kann. Denn was man da findet, ist schockierend, geradezu weltfremd. Es muss sich dabei um einen Außerirdischen vom Planeten Pussy handeln. Aber ich werde mich nur so zum Spaß trotzdem darauf einlassen, also spart euch das Gelaber. Ich nehme mir einfach mal den allerersten Beitrag vor, verfasst von einem Frank Tortorf am 9. August 2009. Dieser klagt sich in seiner Kolumne über die von ihm als Killerspiel-Jargon titulierte Sprache der Jugend. Ach, wie ich den Ausdruck Killerspiele liebe. Diese nette Verharmlosung von Videospielen geht doch runter wie Öl, oder? Fast überhaupt nicht plakativ und vor allem kein bisschen negativ behaftet. Einfach ein schlimmes Wort vor ein gutes Wort packen und schon ist jeder auf der Stelle entsetzt. Wie bei dem Wort Schwulenporno oder Kindergarten. Aber egal, der Text beginnt mit einer Einleitung, die ich an dieser Stelle mal zitieren möchte. Burner Session, Gruselute, entmadig. Die Jugend von heute kennt viele Wörter. Es ist eine Sprache, zu der der Zugang für Erwachsene und Eltern meist verwehrt bleibt. Nicht ohne Grund, denn die Flucht ins Jugendjargon geschieht meistens dann, wenn sich die Teens von ihrer Umgebung und vor allem von der Erwachsenenwelt abkapseln wollen. Ein Phänomen, das sich immer wieder in der Welt der Ballerspiele wiederfindet. Okay, erstmal habe ich diese Ausdrücke in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Burner Session, Gruselute, entmadig. Was ist das denn für eine lappenhafte Sprachvergewaltigung? Aber was mir auffällt, ist, dass er diese als Negativbeispiel anprangert, aber im Laufe seines Textes von Teens die Rede ist. Das ist eine Anglizisme, ein jämmerlicher Versuch vom Verfasser, ebenfalls modernen Sprachgebrauch zu praktizieren und das auf unterirdischem Niveau. Die Wörter Teens, Girls, Boys und vor allem das gerne von möchtigen, hippen Scheintoten benutzte Kids sind pseudo-cooler Sprühstuhl und von keinem Menschen innerhalb der deutschen Sprache zu verwenden, außer es handelt sich um Rapmusik und es ist Teil eines guten Reims, wo Anglizismen in Maßen kompatibel sind, aber das ist ein anderes Thema und damit werde ich euch jetzt nicht belasten. Des Weiteren heißt es in dem Text, dass sich die betroffenen Teens, mein Penis formt sich langsam zu einer Vagina, wenn ich dieses Wort ausspreche, von der Erwachsenenwelt abkapseln wollen. Das ist der größte Bullshit, den ich in den letzten 8 Minuten gehört habe. Ich habe mir vorher nochmal Jan-Henrik aus der Hall of Shame gegeben, deswegen ist die letzte Bullshit-Attacke so kurz her. Egal, ich schweife ab. Sowas nennt sich Modeerscheinung und Neologismus, weil immer neue Wörter in das deutsche Vokabular mit einfließen. Dieses verkackte Teens war auch mal so eine Modeerscheinung, ungefähr 3000 vor Christus, und ich würde 8 bis 10 Sackhaare darauf verwetten, dass die Wörter Gruselute und entmadig auch ungefähr so alt sind und oder von dem Verfasser selbst ausgedacht sind. Genauso wie der Professor Horst Hantelbank, auf den er sich beruft und der laut Google nicht einmal existiert. Darüber hinaus sagt er, dass sich dieses Phänomen, wie er es nennt, immer wieder in der Welt der Ballerspiele wiederfindet. Mit dem Begriff Ballerspiel kann ich sogar leben, aber wie er auf diese absurde These kommt, ist mir ein Rätsel. Zitat: Wenn sich Lars, 17, Hauptschüler, zusammen mit seinen Freunden zu einer sogenannten Metzel-Session trifft, hört sich das so an. Voll krass, der Heddy ging straight in den Head, der hat sich voll hingewaffelt, der hat übelst keine Checkung. Der erste Fehler. 17 Jahre alt und Hauptschüler? Natürlich handelt es sich erstmal um einen absoluten Vollspasti, weil er auf eine Hauptschule geht. Aber er ist auch noch 17 Jahre alt und geht auf eine Hauptschule. Was bedeutet, dass der Typ irgendwie 38 Mal sitzen geblieben sein muss oder von der Sonderschule kommt und seinen Hauptschulabschluss nachmacht? Und obwohl wir es hier offensichtlich mit einem absolut wertlosen Stück Hundescheiße zu tun haben, glaube ich trotzdem nicht, dass irgendein Mensch diesen Satz von sich geben würde. Voll krass, der Heddy ging straight in den Head, der hat sich voll hingewaffelt, der hat übelst keine Checkung. Der Heddy ging straight in den Head? Gibt es auch Heddys, also Kopfschüsse, die straight in den linken Hoden gehen oder was? Ohne Witz, bei so einem Satz will man doch in die Vergangenheit reisen und den notgeilen Schäferhund von der Mutter des Jungen treten. Wenn es besagten Jungen wirklich gab, ich rede extra in der Vergangenheitsform, weil ich nicht glaube, dass man mit einem Intelligenzquotienten im einstelligen Bereich lange überlebt, dann müsste er jeden Tag in der Schule die Fresse kaputt getreten bekommen haben und hätte sich diese Scheiße ziemlich schnell abgewöhnt. Killerspiele ganz vorne, heißt es weiter. In einer britischen Studie aus dem Jahr 2007 heißt es, Teenager aus sozial schwächeren Familien mit einer hohen Affinität zu Killerspielen sprechen fast ausschließlich in diesem Killerspieljargon. Tendenz steigend. Möglicherweise liegt das daran, dass ein paar hundert Millionen Leute Videospiele spielen. Und wenn man nur Hauptschulen aufsucht, landet man automatisch beim Abfall der Gesellschaft und findet die dümmsten Vollidioten, die auf diesem Planeten vor sich hin vegetieren. Und wenn man da nicht fündig wird, muss man nur die Kommentare unter meinen Videos lesen.
Eine Frage. Wie viele Menschen auf dieser Welt essen Brot oder trinken Wasser? Ein paar Milliarden, schätze ich mal. Die dritte Welt lappen nicht, die essen viel lieber Luft, trinken Brackwasser aus Pfützen und stehen auf diesen Skinny-Dickbauch-Look. Das feiere ich persönlich jetzt nicht so krass, aber jeder hat seinen eigenen Fetisch. Ich stehe mehr so auf dicke Titten, aber das nur am Rande. Wer hat noch so Brot gegessen? Der Osama, der Saddam, der Adolf, mein Bro Mussolini? Mann, die Tendenz ist steigend. Brot macht anscheinend auch so gut wie jedem Menschen einen Massenmörder und oder Diktator. Brot muss auf der Stelle verboten werden. Dieses Killerbrot ist an allem Schlechten auf dieser Welt schuld. Na, seht ihr, so klingt sogar Brot total böse. Aber laut einem Herrn Thorhausen sollte man jedoch nicht nur den Gamern die Schuld geben, sondern auch den Eltern. Zitat: Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Nicht Ablehnung, sondern Verständnis für die Sprache der Kids. Welch Ironie. Das letzte Wort des gesamten Textes ist Kids. Ich verspüre ganz plötzlich den Drang, Amok zu laufen.